ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Lange war es ja relativ still auf dem Kanal und ich wollte mich erstmal bedanken für 104 Abonnenten. Daumen hoch, ihr seid klasse. Und ich hoffe, dass jetzt in der nächsten Zeit nochmal ein paar mehr Videos rauskommen. Ist halt bei mir arbeitsbedingt relativ schwierig, da neue Videos rauszuhauen, aber egal. Jetzt geht es erstmal um die Schussbleche fürs Gravelbike und für Roadbikes. Und zwar von der Firma SKS und die Ausführung ist Speedrocker. Die Schutzbleche oder Mudguards, wie ihr sie immer nennen wollt, sind speziell für Gravelbikes und für Rennräder. Du hast halt wirklich sehr, sehr viele Vorteile. Die Dinger sind absolut stabil, die Streben sind aus Metall und vor allen Dingen, was absolut genial ist, Anbau und Abbau ist extrem einfach. Das ist alles mit Klebebändern gelöst, beziehungsweise mit Gummibändern. Mit im Lieferumfang dazu ist komplett alles, sogar der Schutz hier für den Rahmen komplett. Ich mache euch immer mal so kleine Einspielerchen, damit ihr seht, um was es jetzt speziell geht. Genau, hinten extrem geil, hinten ist auch verlängerbar komplett. Und somit ist auch gewährleistet, dass wirklich komplett bis runter, oder fast bis runter, sage ich jetzt mal, ein Schutz gegeben ist. Wer es möchte, wohlbemerkt. Ich möchte es nicht, ich habe es eigentlich zu 90% oben eingefahren. Ich möchte einfach, dass ich halt wirklich, wenn es regnet, 100% vom Rad her geschützt bin. Oh, hier ist Dreck. Also es reicht mir im Prinzip zu, wenn ich von oben nass wäre und nicht unbedingt von den Rädern, von den Laufrädern. Weil wer es kennt, wenn man unten nass wird und oben nass wird, trotz Regenklamotten etc. Wir haben ja schon viele Videos gemacht im Regen. Könnt ihr mal gucken, ich verlinke euch mal eins in der Infobox, da oder da, je nachdem. Ne? Und da hatten wir an unseren Bikes, also mein Bruder hat welche dran, weil mein Bruder hat ja einen Tourer quasi und ich hatte mein Fully, da hatte ich glaube ich noch kein Mudguard dran, bin ich mir jetzt nicht 100%, doch, ich habe da schon Mudguard dran gehabt, aber hinten nicht, war absolut semi-optimal, finde ich persönlich. Ihr könnt ja gerne eine andere Meinung haben, alles gut, ich fand es nicht so prickelnd, deswegen fürs Gravelbike oder fürs Rennrad, es geht für beide, wohlbemerkt, vernünftige Schussbleche. Was bei denen jetzt speziell auch wirklich genial ist, man kann es von der Höhe her ein bisschen variieren, durch die Streben und so weiter, man kann die Streben auch einkürzen, das ist absolut kein Problem, einfach mit einer Kombizange oder mit irgendwas anderem abschneiden oder abflexen, whatever. Kein Thema, da kann man das, den Abstand ein bisschen in der Höhe variieren. Klar, fürs harte Gelände ist, denke ich mal, nichts. Es ist für Feldwege ist es was, nicht für krassen Matsch ist es definitiv nicht, weil es wird sich hier relativ schnell zusetzen, am hinteren Rad genauso. Von daher für harten Einsatz ist es nicht geeignet, für Straße hundertprozentig definitiv. Auch übrigens für den Winter, übelst geil. Man schützt hier logischerweise auch den Rahmen, das Unterrohr schützt man leider Gottes. Vorne nicht den Steuersatz logischerweise, weil hier vorne ist eine Lücke. Es ist nicht durchgängig, hat natürlich auch einen Vorteil, dass die Gabel vorne geschützt ist. Und was wirklich extrem wichtig ist bei dem Satz, es ist nur für Bikes mit Scheibenbremsen. Hinten ist es relativ lang gezogen, das heißt, es kommt nichts drüber. Ich habe die Teile schon am Rennrad dran gehabt, am Roadbike, am Cube. Hier nochmal das Video zum Cube, da habe ich es auch schon dran gehabt, genial. Die Ausführung ist jetzt 700x38C und maximale Breite sind 42 mm, Reifenbreite 42 mm, also wenn er da drüber kommt, ist es auch nichts für euch. Aber ich sag mal so, Preis-Leistung passt definitiv, es ist ein deutsches Produkt, sollte man auch beachten und wir haben sie hier definitiv was einfallen lassen. Die Klettklebebänder halten bombastisch, egal wie oft ihr die auf und zu macht, die halten. Die Teile habe ich schon eine ganze Weile, habe ich öfters mal dran gemacht, öfters mal abgemacht logischerweise. Jetzt habe ich es aufs Gravelbike dran gemacht, weil wir haben zwar April, aber wir hatten jetzt schon den dritten Winter, vierten Winter sogar schon. Von daher ist es doch angebracht, sich da Schutzbleche dran zu machen und ich möchte halt auch, dass das Bike geschützt ist. Die Dinger schützen übrigens auch vor Steinschlag und somit habt ihr dann wirklich schön, in Anführungsstrichen, Rundumschutz bei den Stellen, wo es halt echt angebracht ist. Ne? Siehe Unterrohr und so weiter wegen Steinschlägen, vor allen Dingen bei Glossy Bikes, die wirklich Hochglanz sind, wie mein Specialized Diverge, das ist wirklich Hochglanz. Du siehst hier jede Macke drinne. Und also ich passe da wirklich auf, dass das Bike so lange wie möglich schön aussieht. Es ist ja auch nicht unbedingt eine kleine Investition, was man hier macht bei den Bikes heutzutage. Vor allem bei Carbon-Bikes, das Ding ist Vollcarbon, also 3000 aufwärts. Ne? Genau, Link unten in der Videobeschreibung, das ist für euch ganz wichtig, damit ihr das relativ schnell findet. Vom Preis her sind sie wirklich human, die fangen bei 35 Euro an, enden irgendwo bei 45 oder knapp 50 Euro. Die sind nicht gesponsert, muss ich dazu sagen, also kein Placement oder...
Die habe ich gekauft, von daher kein Sponsoring, leider Gottes. Ob jetzt nochmal ein Hardcore-Test kommt, kann ich euch nicht versprechen, weil Putzen ist so prickelnd. Das Ding ist so top gepflegt. Gut, kann ich auch ein Video drüber machen, ein Putzvideo. Wäre vielleicht mal ganz hilfreich, ne? Also wir haben da spezielle Mittelchen, sage ich jetzt mal, da wird das Bike auch top gepflegt. Und jeder Hersteller hat, ist egal. Das ist auf jeden Fall eine Problematik für ein anderes Video und gehört ja nicht dazu. Oh, die Deutsche Post kommt. Ich gehe kaputt. Lull. Was auf jeden Fall erwähnenswert wäre, hier die Halterung, da sind im Prinzip Gummipuffer mit dazu. Und das Set kommt als Bausatz. Also hier ist nichts irgendwie vormontiert in dem Sinne. Die Streben sind vormontiert auf jeden Fall. Und das Ganze klimbim. Aber man hat halt diese Gummischutzgeschichte hier um die Füße, wo im Prinzip der Druck aufgebaut wird. Und das ist ein bisschen Gefipsel. Schön, dass es dazu beigelegt wurde. Es gibt ja zig verschiedene Schutzbleche im Billigpreissegment und kauft euch lieber was Vernünftiges, ne? Euer Bike wird es danken, euer Portemonnaie wird es danken. Wegen, wenn ihr irgendwie Beschädigungen am Lack drin sind, sieht es auch nicht mehr schön aus. Und ich glaube nicht, dass ihr da noch so großartig rumfahren wollt. Eine Lackierung von so einem Bike kostet extrem viel. Also da reden wir schon um Minimum 1000 Euro. Ich habe da einen Lackierer, von daher ist mir das bekannt, was er dafür nimmt, um ein Carbon-Bike im Prinzip neu zu lackieren. So wie es original war, das ist wirklich eine Menge Aufwand. Also überlegt euch das gut, was ihr da für Schutzbleche macht. Es gibt wirklich Billiggeschichten, die sind auf jeden Fall vernünftig. Kann ich euch 1000% empfehlen. Und ja, es kommen auch definitiv neue Bikepacking-Videos und andere Kleinigkeiten. So, jetzt der übliche YouTuber-Quatsch. Lasst ein Like da für das Video, lasst ein Abo da, kostet ja nichts und tut nicht weh. Unterstützt ja den Kanal.